Herzlich willkommen zu Darkseid 2 Tipps und Tricks. Ich bin's wieder, der Phil. Und heute sind wir in der Folge auf dem Weg zu der verlorene Tempel. Aber vorher noch ein paar Informationen zu Waffenaufbesserungen. Also, eine Waffe, die ihr aufbessern könnt, könnt ihr nicht nur aufbessern. Nein, ihr könnt sie sogar umbenennen. Wie man hier sehen kann. Zum Aufbessern. Man hat 5 Aufbesserungsstufen, also relativ gut wählen, was man auch reintut, das ist auch wichtig. Denn aus den ganzen Items, zum Beispiel Zorn beim Kill oder Zorn kriegen beim Treffer oder Gesundheit und so, oder Verteidigung, Kraft, aus diesen ganzen Teilen, wo man Waffen reinbastelt, bildet sich dann eine Random-Fertigkeit auf die Waffe drauf. Oder es verbessert eine, die schon drauf ist. Wie man hier sieht, muss man oben den Balken füllen, um das nächste Level der Waffe zu erreichen. Maximal sind es ja 5. Und hier sieht man gleich, was verbessert worden ist. Also automatisch wird alles verbessert. Und dann kriegt man extra, wie jetzt hier gezeigt, noch eine extra Fertigkeit drauf. Sofern man sie noch nicht hat. Wenn man sie hat, wird sie trotzdem angezeigt und wird halt nochmal von der Verbesserung nochmal verbessert. Deswegen sollte man eigentlich immer gut wählen, was man dort nimmt. Also, wir sind hier noch mal wieder in der Klageklippe, denn hier habe ich erst wieder was entdeckt. Und zwar, wie man dieses Schloss öffnet. Ich habe mir mal einen Kopf gemacht und habe ein bisschen rumgesucht und habe dann hier diesen Weg gefunden. Kommt ein bisschen spät, aber besser spät als nie, würde ich meinen. So, also als allererstes gehen wir erstmal nach links zu der Truhe und hier kann man gleich hin, ohne das Tor zu öffnen. Dort ist eigentlich schon gutes Equip drinne. So, und dann springen wir wieder zurück auf den Träger und springen mal in die andere Seite nach oben und jetzt wieder nach links. Hier, normalerweise müssten hier Mobs sein, die sind leider schon gekillt. Das spart Zeit. So. Nun gehen wir mal durch die Tür durch und was ihr jetzt rechts seht, diesen Durchgang, da fallt ihr wieder runter und kommt unten ins Wasser, vorher auf einem Plateau. Dort ist auch eine Truhe, nur die sage ich euch jetzt und zeige sie euch nicht. Denn das Video ist ganz schön vollgepackt. So, an dieser Stelle gibt es einen Hebelmechanismus. Ich muss das nachdenken, deswegen habe ich hier sozusagen 2 Anläufe gebraucht. So, nun springt ihr da drauf, so schnell wie möglich nach oben und springt dann weiter zum nächsten, geht in die andere Richtung und hier nach unten. Links ist nichts, will ich gleich anmerken, habe ich auch schon gesehen oder hingeguckt, dort ist nichts. So, hier springt ihr nun wieder an der Wand lang, wie schon so oft, und dort in dieser Kiste befindet sich der Schlüssel, um das Skeletttor zu öffnen. So, jetzt öffnet sich auch dieses Tor und man kann bequem dort durchgehen. Und jetzt können wir hier einfach nur runterspringen und sind schon beim Skelett-Tor, das erspart auch wieder Zeit. Wir nutzen den Schlüssel und gehen weiter. Und hier und dort hinten erscheint etwas. Wieder ein größerer Mob. Die Tropfenbruch habe ich gerade nicht gegeben. Aber ich sag's nochmal, dreimal hintereinander mit seinen Clown, also relativ schön ausweichen. Des Weiteren holt er einen und dann kommt er näher und springt mit dem Wagen in die Luft und springt mit dem Rapper auf dich drauf und du kommst relativ starken Schaden. Deswegen dort auch, sobald er dann mehr kommt, dann kommen lassen, dann, bevor er hochspringt, mal nach hinten springen und nichts geschieht. Man bekommt keinen Schaden.
So, wir gehen dann an der Seite weiter, springen runter und hier sind wir in einem Raum auf der anderen Seite und springen nun hier an den Wänden lang, denn dort hinten ist ein Buch aus der Seite, eine Seite aus dem Buch der Toten. Die Sprungaktion ist relativ genial, finde ich, und hier haben wir schon das Buch. So, nun sind wir halt in der Schlupf und nun zeige ich euch, wie man da gepflegt und fix durchkommt. Mit euch ist der Stadt, aber vorher befreien wir die Kiste. Haben wir das getan. Gehen wir nach hinten und durch den Schlüssel, den wir durch die Quest bekommen haben, können wir jetzt diesen Golem beschwören oder diesen Wächter, je nachdem. Die Tür rechts ist versperrt, habe ich schon gesagt, und wir bringen die Kugel hier ein und dann schießen wir seinen Arm dort rein, er klingt sich ein und wir können mit B einfach hier drauf laufen. Und dann springen wir hoch und sind schon im nächsten Raum. So, hier haben wir wieder mal zweifache Geschwindigkeit, denn das Battle dauert ziemlich lange. Und ich wollte es nicht euch antun. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie unten stellen. Wenn nicht, dann müsst ihr es nicht, ist klar. Und ansonsten hoffe ich euch einfach, es gefällt euch, meine kleinen Tipps und meine Tutorials hier durch Darkside 2. Und ich hoffe, sie können euch auch helfen. Die Mobs besiegt, sammeln wir noch schnell den Loot ein, nehmen den Minenball und schmeißen den Minenball erstmal hier dran, schießen gleich darauf und nehmen nun den zweiten Minenball und werfen ihn auf die andere Seite, schießen auch gleich drauf und dann gehen wir zum ersten hin und dort ist wieder eine Truhe. Relativ gut ist dabei. So, wir klettern hier die Wand hoch beim zweiten Gesprengten und nun springen wir weiter und drehen uns zu den anderen Sprungmöglichkeiten, springen hier hinaus und lassen uns fallen und gehen um die Seite drumherum. Hier können wir uns wieder fallen lassen. Da hinten ist nichts und ihr könnt gleich runtergehen. So, hier sind wir wieder bei mehreren Mobgruppen. Da geht's schon los und die Ghule beschwört und einfach nur draufgehauen. Erstmal den Kokon kaputt, wichtig, damit sie halt nicht mehr spawnen können. Was machen das? So, Loot eingesammelt und hier an der Seite können wir gleich mal hochspringen. Dort befinden sich zwei Truhen, aber wir kommen momentan nur an einer ran. Die andere ist eingeschlossen. Wie ihr das macht, sage ich euch gleich noch. Später im Reich der Toten bekommt ihr dann eine Fertigkeit, und zwar sobald ihr abgeschlossen habt den Geisterkönig dort. Ihr habt die Fertigkeit, euch in eine Statue zu verwandeln, und zwei von euch holen sich. Ihr stellt eure Statue drauf und auf den anderen geht ihr drauf und mit den anderen geht ihr dort hinein und öffnet die Truhe. So.
Des Weiteren hier an dieser Stelle auch relativ wichtig, um abzukürzen. Erstmal die Kisten kaputt machen oder auch nicht. Doch. Hier ist ein Hebel und dieser Hebel hat zwei Funktionen. Einmal öffnet er links und einmal öffnet er rechts. Rechts kommt er wieder raus anstatt von Schlupf und wie man hier sieht, hier kann man wieder raus. Das ist die Tür, die vor, wo ich am Anfang gesagt habe, geschlossen ist. Jetzt ist sie offen und ihr könnt ihr wieder rein raus und kürzt ab. Und hier ist für die Quest von Tane der Baitier. Das ist ein Phönix. Diese Stufenanforderung beträgt erstmal 15. Das ist wichtig. Mindestens 15. Außerdem könnt ihr erst machen, wenn ihr dann der verlorene Tempel abgeschlossen habt und gleichzeitig müsst ihr dann noch abgeschlossen haben die Gießerei. Denn dort bekommt ihr einen Handschuh, womit ihr euch erstmal rüberschwingen könnt. Sehr vorteilhaft. Doch, das werde ich dann auch noch in die Nebenquest von Tane noch reinnehmen. Denn das ist ja alles Belohnung und EP und gutes Videomaterial. So, lasst euch einfach fallen, wenn ihr hier an dieser Stelle seid. Und hier finden wir dann auch gleich etwas. Da ganz unten an der Treppe ist ein Eingang. Ich bin manchmal wieder so verpeilt, dass ich es nicht sehe. Genau dort. Jetzt finde ich ihn. Ich wusste, dass hier was in der Nähe ist, aber nicht genau was. Und hier haben wir schon wieder eine Fährmannsmünze. Jetzt sind wir schon bei 19 angelangt. Wir haben immer mehr. Mit 16 könnt ihr euch beim allgemeinen Gegenständehändler durch die Münzen zufälliges episches Item Equip holen, was jeweils 8 Münzen kostet. Ich würde euch eigentlich nur das empfehlen, weil der Rest ist einfach nur Münzenverschwendung. Es gibt viele, aber trotzdem, man muss ja einfach nur, wenn dann schon für das epische Equip sollte man das schon rausnehmen. Da hat man schon, wenn da das kostet, wird, also ich glaube, noch schnell Mobs fertig und die Fertigkeit aus der Folge Weg zu dieser Reihe und Kampf gegen Thanos haben wir ja die Fertigkeit gekauft, die äußerst vom Vorteil niemals ist. Und einmal noch mit runterschubben mit zu Stopp, oder? Ja. So, unten und dann hangeln wir uns hier halt weiter. Jetzt braucht ihr einfach nur links hochgehen. Genau dort. Und dann seid ihr eigentlich schon gleich da. Lasst euch fallen. Oder springt gleich runter. Und dann habt ihr schon rausgeschöpft aus der Schlupf. Oder? Ja, der Schlupf. So, hier hinten ist ein Tor oder eine Rolle dort. Soweit bin ich auch noch nicht, um zu wissen, wie du es öffnest, aber du kriegst später bestimmt eine Fertigkeit, wo du das machen kannst. Auf jeden Fall ist es dann im dritten Akt, wo Reiter, du bei einem Engel kann ich dich um einen weiteren Gefallen. Was ist es denn dieses Mal, Bub? Ein Kompass, der mich zu vielen Wundern führte, als ich noch jung war. Ich dachte, er sei verloren, so wie der Tempel. Da du aber nun einen gefunden hast, folgt der andere. Der Bub hat wieder eine Quest für uns. Ich habe deine Rüstung gefunden. Kompass finden. Stein sei gepriesen. Und ihr Anblick bringt Erinnerungen zurück. Die Quest, dass wir seinen Helm finden sollen. Den könnten wir auch gleich abgeben und da gleich mal die Belohnung einsammeln. So, wir sind schon am Ende angekommen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Darkseid Tipps und Tricks, dieses Mal in der verlorene Tempel. Bis dann, ciao, euer Phil.